Da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir haben jetzt den Gegenstand gefunden, den wir brauchen, um die Ritter zu entsteinern. Aber erst einmal müssen wir uns den Weg weiterkämpfen. Und zwar erstmal durch die hier durch. Was etwas nervig sein könnte, sie nochmal zu besiegen. Aber kriegen wir hin. Gibt auch noch etwas Erfahrung. Ja, die steht da hinten und guckt zu. So. Ah, du kriegst mich nicht mehr mit deiner blöden Attacke. So, ich krieg dich nämlich vorher. So, und dann geht's hier erstmal weiter. Wir haben zwar jetzt die Nachbildung der schwarzen Perle erhalten, um damit das Idol aufzuladen, die Flucht zu brechen. Aber vorher tun wir was anderes. Vorher gehen wir einfach mal stur den Weg weiter. Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Aua, erstmal, dass wir umgehauen werden. Nein, den Grund hat es nicht. Erstmal Level up, was immer schön ist. Welches Level haben wir denn mittlerweile? 38. Ich glaube, Max Level ist 60, was man aber kaum erreichen kann. So. Oh, grüne Blobs und die Viecher wieder. Aua. Naja, der ihre Attacke macht jetzt auch nicht mehr so viel Damage. Also, dass wir sie nicht einfach wegkreuzen können. So. Ah, da kommt auch noch das Kleinvieh da. Beziehungsweise die stärkere Variante des Kleinviehs. Dass die beiden Fliegenpilze da oben werden nervt. Doppelkill, sehr schön. Die schwächere Variante von denen hatten wir ja ganz am Anfang, die mehr oder weniger Kanonenfutter waren. So. Lobs töten. Oh, und eine Truhe. Ah, da ist der letzte Rubin drin. Sehr schön. So. Euch beide töten wir auch noch. Einfach weil wir es können. Wobei das noch ein Level abgibt. Ja, Level 39. Wie kommst du her? Darf dich da oben zu verstecken, du blöder Magier. So.
ist was mit dem. Da ist noch einer von der Sorte. So, da war einer von der Sorte. Ist es noch der da oben? Und ja, die Höhere triffmentiert sich natürlich ziemlich. Weil man ja nicht nur XP kriegt. Man kann dich einfach so durchwaschen. Gerade wenn man dann auf die roten Gegner und die Bosse trifft. Genau, diese roten Gegner meine ich. So, Nummer 1 weg. Starke Bonus. So, noch mehr Gegner. Ah, komm. So, hier muss es noch mindestens einen geben. Wenn nicht sogar zwei. Wow, weg mit euch. Ihr Frisbee-Werfer. Okay, da oben ist noch einer. Mindestens. Einer ist hier noch. Und zwar der hier. Genau. Geht da die Statue und da oben das Tor. Das nächste Boss-Tor, für das haben wir allerdings die Medaille noch nicht. Erstmal holen wir uns wieder Blessings. Geben mal ein paar Dings aus. Skill Recovery, das können wir verbessern. Wir werden glaube ich, unsere Fähigkeiten schneller aufgeladen. Wenn ich es falsch gesagt habe, tut es mir leid. So. Mal kurz speichern. Und jetzt geht's erstmal wieder zurück zur Tower Base. Denn wir haben ja noch Cleria-Erz. So. Das war falsch. Waffe verstärken. Naja, das kennen wir alle schon. Nun ist unsere Waffe Level 6. Unsere Waffe ist Level 6 und unsere Fähigkeiten sind alle auf Maximum. So. Nächster Stock, Ratus Alex. Denn jetzt müssen wir gucken, dass wir mit Hilfe des der schwarzen Perle, also der mini-schwarzen Perle, die wir hier haben, und dem träumenden Idol zusammen, also das träumende Idol aufladen mit der schwarzen Perle. Und das kann leider nur eine Person oder eine Göttin oder Engel, wie auch immer. Jetzt müssen wir zurück zu Fina. Gibt es erstmal wieder Zwischensequenz. Lady Fina. Ja, Julika eben. Julika, willkommen zurück. Lady Fina, ich habe es. Ich sehe, es hat wirklich eine Menge Energie in sich. Das sollte genug sein, den Fluch zu brechen. Wirklich? Oh Gott sei Dank. Als ich schon gedacht habe, dass Hugo uns verraten hat, oder was heißt Gott Hugo, also weggelaufen ist, ist er einfach so aus dem Nichts aufgetaucht und hat den Tag gerettet. Er hat wohl auch seine besonderen Momente. Ja, wirklich.
Ja, Miuscha. Die hat wirklich bei Huber einen Stein im Brett. Okay. Lasst uns das träumliche Idol mit der Energie des, der Nachbildung versorgen. Yunika, würdest du bitte beide Artefakte vor mir auf den Boden legen? Okay. Und los geht's. Aha. Und das träumende Idol ist bei voller Kraft. Sehr gut. Und somit sind die beiden Artefakte nun eins. Das ist sehr beeindruckend. Ich kenne keine andere Seele auf dieser Welt, die so etwas tun könnte. Außer Lidirea vielleicht. Die Energie des Juwels sollte nun in das Idol übertragen worden sein. Also ist es bereit, auch bei Roy und den anderen eingesetzt zu werden. Es ist. Halt es einfach in die Luft in ihrer Nähe. Und das Artefakt sollte den Rest tun. Beeil dich, es gibt keine Zeit vor zu verlieren. Ich bin unterwegs. Danke, Lady Fina. Ja, den Satz spare ich mir. Ich finde das mit den Tränen so genial. Ach, was stelle ich nur mit diesem Mädchen an? Sie ist wirklich eine Handvoll positiver Energie. Aber ich muss zugeben, dass ihr Enthusiasmus ansteckend ist. Ich fühle mich optimistischer, wenn ich sie nur ansehe. Genau. Und sie hat trotzdem keine magischen Fähigkeiten. Selbst die einfachsten Zauber des täglichen Lebens sind ihr nicht gewachsen. Also sie ist ihr nicht gewachsen. Aber ich denke, dass es daran liegt, dass die Magie von der schwarzen Perle kommt. Und vielleicht ist Yunikas Herz zu rein für diese... dafür... für die Nähe von Dämonen. Ich kann sagen, dass sie was Besonderes war seit dem ersten Augenblick, als ich sie getroffen hat. Und sie wurde immer besonderer von Tag zu Tag. Und ja, wir haben jetzt das aufgemotzte Idol. Yunika ist überglücklich. Deswegen kann sie riesige Freudensprünge machen. Ist blöd, dass man den ganzen Rad aus Alex rauslaufen muss, um sich zu porten. Bei innen drin ist die Magie versiegelt leider. Okay, wieder zurück zu der Statue hier. Das war falsch. So, hier hochspringen wollte ich eigentlich. Diese Pflanzen loswerden, die wir jetzt ziemlich schnell wegschlagen können, weil wir ja Level 6 Waffe haben. So, und jetzt stellen wir uns hier dazwischen und benutzen das Idol. Yunika hält das Idol in die Höhe und ein blendendes Licht geht von seiner Stirn aus. Und ja, alle sind wieder normal. Cecilia ist gleich erstaunt. Und alle sind verwirrt. Was? Was ist passiert? Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert.
Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle baue, mache ich erstmal wieder einen Cut. Und dann machen wir, beginnen wir diese Unterhaltung bei der nächsten Folge. Bis gleich.